Okay, da sind wir wieder. Weiter geht's. Ja, schauen wir uns mal hier um. Fernglas brauche ich jetzt nicht. Softkey. Für den Keller. Okay. Weiß jetzt gar nicht mehr. Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Bin ich wahrscheinlich eingebrochen mit einem Multitool. Was jetzt gar nicht nötig gewesen wäre. Verdammt. Datenwürfel. Ihr Freund in der VIP-Lounge, die Omar sind ja wirklich gut fürs Geschäft. Allerdings fühlen sich einige unserer Kunden durch ihr Auftreten gestört. Das hatten wir schon. Da haben wir eine MP, die haben wir aber auch schon. Genau. Da bräuchte ich ein Multitool für den Tresor. Oder ich müsste es wahrscheinlich mit der Granate wieder machen. Energiezelle geht immer. Ich habe ja die... Okay, das ist eine passive. Ich dachte, ich kann mit mehr Stärke vielleicht das Ding irgendwie kaputt machen, aber nein. Okay, ich habe aber drei Multitools. Insofern sollte das... Sollte das schon gehen, da mal wieder eins zu opfern. Auf Geld ist immer gut. Universalmagazin. Provisionszahlungen in ihren Räumlichkeiten durchgeführte Transaktionen. Zwei illegale Biomodifikationen. 1000 Credits. 200 Credits Provision. 20% Provision, ja. Drei Rauchgranaten, zwei Blendgranaten. Summe Provision 440 Credits. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Gute Arbeit. Sie haben die Finanzdaten gefunden, die der Leiter der Enklave braucht. Vermutlich Beweise für eine Steuerhinterziehung. Er gibt Ihnen sicher eine kleine Belohnung, wenn Sie ihm die Informationen am Flugterminal der WTU zukommen lassen. Jetzt natürlich die Frage, ich kann ja wieder zurück. Oder ich kann hier raus. Okay, ich dachte, wenn mich jemand rauskommen sieht, werden sie wieder alarmiert, aber dem ist nicht so. Zigaretten brauche ich jetzt nicht. Okay, was haben wir da? Also der Kirche berichten, das ist unten wieder. Im Alt-Seattle. Treffen. Ah, genau, die Bodenbelohnung muss ich mir noch unten abholen. Ich würde garantiert nicht die unten zerstören. Eva müssen wir noch befreien. Wissenschaftler beschützen können wir leider nie mehr machen, die Belohnung abholen, wie es scheint. Wie läuft's? Tänzerin! Tänzerin war eigentlich die andere. Die Kätzchen? Kätzchen, na gut. Da hinten ist die Tänzerin. Die ist hier an der Tür. Na egal. Okay, hier haben wir nichts weiter. Können wir nochmal gucken, ob wir NG noch irgendwas zu berichten haben. Den VIP-Geschichtenkram haben wir ja schon erzählt. Ich rede gern mit meinen Fans. Sie gehört dir. Okay. Habe ich jetzt hier noch irgendwo ein Medkit? Ah, ich warte mal, vielleicht finde ich irgendwo Essen oder so, dann kann ich das direkt verbrauchen. Jetzt brauche ich wieder einen extra Slot, wenn ich das snacken will. Auch wenn die Hälfte schon ein bisschen arg runter ist. Ich könnte natürlich auch nochmal im VIP-Club gucken, ob ich noch irgendwas gekauft kriege bei dem Oma. Aber das hatte ich ja, meine ich, auch schon. Kommen wir jetzt zum Geschäft. Maschinenpistole, genau, die brauche ich vielleicht nicht. Vielleicht später. Gut, gut. Sicherlich keine Maschinenpistole kaufen. Dann sind wir hier eigentlich soweit durch. Ich denke, Eva kann ich immer noch befreien, wenn ich sowieso zum Terminal zurück muss und auch die Belohnung abholen. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal wieder runter nach Alt-Seattle. Zur Kirche und zu dem Bohnentyp. Metro Station.
Nachtclub? Coffeeshop? Basisakademie? Ah, hier war es, genau. Hier war der Inklinator. Gut. Das ist gar nicht hier. Doch, das ist hier. Okay. Leichenpflaster an seinen Weg. Oh, dabei fällt mir ein, ich kann mal meine Energie wieder auftanken bei dem Wartungsbot, wenn ich schon mal hier bin. Überall liegen die Leichen rum. Was hier das Lamm. Gut. Du lebst noch. Schön für dich. Während der Nacht muss man hier vorsichtig sein. Riesel Pit. Ach, das war die Bar, genau. Ich gibt's auch noch. Lotta Lucy. Wissen Sie, wo ich einen anständigen Piloten finde? Kannst du dir in Upper Seattle keinen leisten? Denk bloß nicht, dass du hier billiger wegkommst, nur weil du in einem schäbigen Viertel bist. Ich zahle gut, wenn der Pilot was taugt. Ich an deiner Stelle würde einen Schmuggler anheuern. Jemanden mit Erfahrung, weißt du? Dann könnte die WTO-Luftpatrouille mich mal. Versuch dein Glück im Greasel Pit. Ist auf der anderen Seite des Inklinator-Tunnels. Oder mit anderen Worten direkt neben uns. Aber gut. Loft Apartments? Nee. Oh, hier waren die anderen noch. Mal gucken, ob die mir noch eine illegale Mod verkaufen. Kommen wir jetzt zum Geschäft. Oder ob die nur dasselbe haben wie da oben. Ne, der hat eigene. Genau, ich nehme eine Biomodifikation. EMP-Granaten ist auch nicht verkehrt, aber muss ich jetzt auch nicht Geld für ausgeben, ne? Der Biomod ist... Ich nehme den Biomodifikationseinsatz. Ist immer gut. Die Omar bedanken sich für ihren Kauf. Ja, Energiezellen ist jetzt auch nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die sonderlich brauche dauernd, ne? Okay, die Abwehrdrohnengeschichte. Mein Thermaltarnfeld. Keine Energie erforderlich, ist natürlich auch immer gut, ne? Heilung. Ich meine, automatische Heilung über Zeit ist auch nicht verkehrt. Vielleicht besser als ein Nachtsichtmodus. Was Ortung kritischer Ziele jetzt im Einzelfall bedeutet, ist auch wieder so eine Frage. Vielleicht werden dadurch Gegner durch Wände markiert oder so. Ferngesteuerte Spionagedrohne, das weiß ich, finde ich jetzt nicht so geil. Achso, ich habe eine illegale Biomod gekauft. Okay. Okay, die neuronale Schnittstelle habe ich schon auf Maximum. Mit Hilfe organischer Materie die Gesundheit erhöhen. Das ist schon ziemlich cool. Schon allein, weil man ja auch überlegen muss, dass ich dann halt keinen... kein Slot brauche im Inventar, um irgendwelche Medkits oder so mit mir rumzuschleppen. Insofern wäre das, glaube ich, nicht verkehrt. Die Frage ist, was haben wir bei den anderen Illegalen? Manipulation von Bots und Dings, aber dann verliere ich halt das erweiterte Inventar. Das ist im Moment noch nicht so gut. Nahkampfattacken verursachen EMP-Schaden. Ja, aber wer macht schon Nahkampf mit einem Bot, wenn sich's vermeiden lässt?
Und die Raketenabwehr ist nicht verkehrt. Das Ding haben wir schon auf Maximum. Und das ist die Spionagedrohne. Das heißt, ich werde mir hier jetzt tatsächlich einfach mal die organische Materieumwandlung holen. Das können wir auch gleich mal ausprobieren, wenn ich auf dem Rückweg wieder den ganzen Leichen begegne. Quick, 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 quick. Oh, dabei fällt mir ein, ich musste doch in die Heron Apartments, weil ich ja dem Quick-Quack-Besitzer Bericht erstatten muss. Aber gehen wir erstmal hier in die Kirche, wenn wir schon mal da sind. Es ist noch nicht zu spät. Der Orden wird dich mit offenen Armen empfangen. WTO-Auftrag hin oder her. Rede mit Lin May. Der Orden braucht deine Hilfe und verfolgt im Marco-Gebäude eigene Interessen. Meine Loyalitäten gehen niemandem was an. Aber, ja, ich muss jetzt zu Marco. Pass auf, wem du vertraust. Nur der Orden kann dir helfen, deine Individualität und dein spirituelles Gleichgewicht zu bewahren. Alle anderen sind verdächtig. Ist die WTO wirklich so schlecht? Die Enklaven sind sicher und wohlhabend. Sind sie kein solides Fundament für die Zukunft? Die WTO, Tarsus und andere Unternehmen wollen uns nur ausbeuten. Und Tarsus, für die sind wir Experimente, keine Menschen. Wandelnde Petrischalen. Du weißt, dass wir mehr als das sind. Ich behaupte es halt immer, aber es gibt nichts, was auch nur ihre Heiligkeit mit dir sein. Ansatzweise ein Beweis dafür wäre, ne? Okay, Shen berichten. Das müssen wir noch erledigen. Sie schulden diese Suche nach der wahren Ordnung. Frankenstein von Mary Shelley. So folgt mir denn weiterhin. Ich bin unterwegs nach der ewigen Gefrörnis des Nordens, wo du all die Kälte und den Frost erdulden sollst, welche nichts über mich vermögen. Unweit von hier findest du, falls du meinen Worten ohne Verzug folgst, einen toten Hasen. Stärke dich, indem du davon isst. Issest. Immer voran, mein Feind. Noch steht uns der tödliche Zweikampf bevor, doch so manche harte und jammervolle Stunde musst du noch erdulden. Um nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Mitmenschen. Es gibt so etwas wie eine Alka-Feier, eine Gemeinschaftspflicht. Wann ihr Büro hier? Sie müssen suchen und andere zum Suchen animieren. Ach, das sind die Phosphorfackeln. Inventar ist natürlich voll. Einige ihrer Leute wurden also von den Templern abgeworben. Ja, unter anderem einer unserer besten Captains. Die Templer scheinen ein Söldnerheer aufzubauen. Vielleicht sind die Geschichten über Pariser Gold doch wahr. Sie scheinen sehr viel Geld zu haben. Und was haben Sie mit Marco zu tun? Die Forscher der Tarsus Akademie sind Mitglieder einer obskuren Vereinigung namens Apostelgemeinschaft. Sie haben Marco infiltriert. Das gefällt wiederum den Templern nicht, weil Marco ihr wichtigster Waffenlieferant ist. Vielleicht versteckt sich Dr. Nassif ja dort. Ganz genau. Ihre eigentliche Mission ist es, sie zu finden. Wenn ihre Biomodifikationsarchitektur perfektioniert wird und sich dem Wirt anpasst, könnten alle Menschen modifiziert werden. Dadurch würde das natürliche Gleichgewicht gestört. Aber wir haben noch eine Bitte. Schießen Sie los. Die Templer haben eine neue Waffe bei Marco in Auftrag gegeben. Die McGrail. Der Orden ist strikt gegen die Herstellung neuer Waffen. Daher bitten wir Sie, den wissenschaftlichen Leiter des Projekts zu finden und zu eliminieren. Übernimmt das Projekt dann nicht ein anderer Wissenschaftler? Ein Mord ist ein deutliches Signal und kostet der Firma Geld. Besorgen Sie sich in Lower Seattle einen Piloten und machen Sie sich so bald wie möglich auf den Weg. Können Sie mir kein Taxi besorgen? Der Orden hat einen großen geistigen Reichtum, aber keine Privatjets. Ich denke, Sid Black erwartet Sie auf 6 Landeplattform. Er ist genau der Richtige für Sie. Ich will aber lieber mit der Dingens fliegen. Wie heißt sie? Ava. Ich meine, es ist natürlich schön, hier die ganzen friedliebenden, ja, geistige Einheit und bla, hast du nicht gesehen. Und dann, ja, geh mal los und bring da irgendeinen Wissenschaftler um. Sie müssen durch ihre Meditationen zu einem Pandita werden. Bloß weil ihnen nicht gefällt, was er erfunden hat. Auch nicht so gerade vertrauenswürdig. Na gut. Okay, da muss ich jetzt einmal noch zu den Apartments. Ich meine, da ging es ja auch hier lang. Und alle 20 Meter neu laden, weil das halt diese scheiß Konsolen-Kompatibilität hat. Echt ein bisschen nervig, vor allem auf dem PC, weil er jedes Mal irgendwie auf den Desktop zurückspringt, dass mich dann wieder nachträglich alles rausschneiden und es ist alles sau aufwendig. Na gut, egal. Wo war der jetzt? Zimmer 21? Genau. Ihr Antrag ist genehmigt. Echt? Du bist durchgekommen?
Mein Anwalt hat mich vor einer Minute angerufen. Ich dachte, er verarscht mich. Die Prämie. Ich warte. Oh, klar. Ich schätze, ich bin der erste Quickwax-Manager mit einer Lizenz für eine Enklave der WTO. Das ist schon was wert. Hier, bitte. Danke. Viel Glück mit der neuen Filiale. Also, wenn dein Anwalt dir was sagt und du glaubst, dass er dich verarscht, dann weiß ich nicht, ob du den als Anwalt behalten solltest, weil offensichtlich fehlt dann ein gewisses Vertrauensverhältnis, was man haben sollte zu seinem Anwalt. Nee, das wollte ich gar nicht. Schmeißen wir die mal kurz weg, damit wir hier das Essen essen können. Stört ihn auch nicht, dass ich hier seine Wohnung durchsuche und ihm sein Geld klaue. Café. Unsere Lieblingsaffäre mit der Bohne, die Legende. Eines Tages sah Kaldi, dass sich seine Ziegen neugierig. Das kennen wir schon. Was ist sonst noch so? Dein Fernseher. Lebst aber auch schon sehr. Spielen Sie Ihre Spielchen gefälligst woanders. Ich will einfach nur hier raus. Alter Spiel. Okay, er lebt sehr karg, wollte ich sagen. Und irgendwas wollte ich, glaube ich, noch sagen. Egal. Seattle Slum, genau. Ja, wenn ich jetzt die Schlüssel zum Laden habe, hier kann ich hier natürlich einbrechen. Und ihn noch ein bisschen mehr bestehlen, wa? Wenn ich schon seine Vorräte nicht verbrenne, darf ich das eigentlich noch machen? Tatsächlich, ich könnte jetzt immer noch hier die Kaffeebohnen zerstören, aber das will ich eigentlich nicht. Der Kaffee, 137 Trimethylxanthin. Das ist der wichtigste, das kennen wir doch auch schon. Kaffeevorrat. Aber keine Ahnung, wofür der ist. Wahrscheinlich für die Tür, wenn man hier irgendwie anders reinkommt. Ach, guck mal, man kann hier über die. Das her. Irgendwie da von links. Hätte man auch einsteigen können. Oder auch nicht. Na gut, das sieht doch nicht so aus, als liegt da was. Ich habe gedacht, ich laufe nochmal durch, für den Fall, dass da auch irgendwie wieder ein Linksrum liegt ein, gefällt mir nicht, dass ich seine Kiste so angucke. Für den Fall, dass da ein, verdammt, wie heißt es denn? Multitool, genau, das ist der Name. Multitool rumliegt. Okay, dann gehen wir mal zurück und erstatten noch der WTO-Bericht. Erstatten der WTO-Bericht. Dann kann ich jetzt mal ausprobieren. Ah, shit. So war das. Ohne Bereitzeit in initialisierte Analyse. Absorbiere Analyse Abfeind initialisierte Analyse. Absorbiere Analyse abgeschlossen. Kostet
kostet mich allerdings auch einen Sack voll Energie. Auf der anderen Seite, Energiezellen habe ich ja, und für sonst brauche ich die ja für nichts. Okay. Einmal wieder hoch. Hier gibt es witzigerweise keinen Ladescreen. Oh, da kann ich die Energie wieder auftanken. Das ist natürlich perfekt. Dann schauen wir mal am Terminal vorbei. Und wieder laden. Alle zwei Minuten einen Schnitt, wo ich einen Ladescreen rausschneiden muss. Beziehungsweise Ladescreen sieht man ja nicht mal im Video, das ist ja das Traurige. Na gut, egal. Hier haben wir noch Leichen, aber wir sind nicht verletzt. Metro Station, genau, das war's. Dann schauen wir mal, ob wir Eva noch befreien können. Auch über Leichen rum. Also an Heilung fehlt es mir dann nicht mehr. ICO Flugterminal. Okay. Da sind wir wieder. Irgendwo. Ja, ist. Genau. Irgendwo müssen wir ja Chefchen Bescheid geben. Wo war denn der? Management Wing. Donner Morgan. Schützen und Sammler sollten die Waffengesetze der WTO-Enklave kennen. Weichcode-Versicherung, genau, das kennen wir auch. Sentence, das hatten wir glaube ich auch schon. Okay, mit ihr können wir nicht reden. Ich habe einen Blick in die Bücher des Clubs geworfen. Ah, ja, war das, okay. Ja? Und was treibt dieser Schleimbeutel so? Wenn Sie mir genug für einen Haftbefehl geben, gehört die Prämie Ihnen. Hier sind die Daten. Anscheinend hat Ihr Freund ein paar unangemeldete Einkommensquellen. Ich wusste es. Der Kerl hat mich zum letzten Mal reingelegt. Ab morgen frisst der Ratten aus einem Kuiquack-Mülleimer. Jede Wette. Hier Ihre Prämie. Ich muss noch ein paar Vorladungen schreiben. 500 Credits. Ja, das lässt sich doch hören. Sehen, wie auch immer. Wer seid denn ihr eigentlich? Und wieso komme ich zu euch nicht hin? Wirklich süß. Was? Snackautomat könnten wir hacken, aber dann kriegen wir Ärger. Außerdem brauchen wir keine Heilung. Da hinten könnten wir uns noch Geld ergaunern, aber weiß ich jetzt auch nicht. Ob das sein muss. Okay, die lassen mich hier einfach mit dem Fahrstuhl fahren. Warum auch nicht? Terminal 1. Was hat sie gesagt, wo sie ist? Okay, wir haben nicht alles erledigt, bis auf sie. Das heißt, selbst wenn wir von hier direkt mit ihr losfliegen müssen, wäre das eigentlich okay, weil das kann ich nicht machen. Das will ich nicht machen. Und das will ich eigentlich auch nicht machen, wenn ich sie als Pilotin bekommen kann, weil sie fliegt mich gratis. Sie konnten mein Cockpit noch nicht öffnen. Ich hebe ab, sobald Sie zwei Dinge erledigt haben. Zerstören Sie die Bodenluftraketen und aktivieren Sie anschließend im Kontrollraum das Pilotensignal. Oh, Pilotensignal, da war ich schon. Ich habe ein Ziel. Ich habe hier ein kleines Problem. Nicht gut. Ich bin verletzt. Ich komme schon durch.
Oh, verdammt! Oh, verdammt! Tut das weh? Ich bin schwer verletzt. Oh, hey! Bin auch noch vergiftet. Die MP-Granate ist immer gut. Sie da in der Ecke stapeln. Magazin, Spinnenbombe. Das war ja einfach. Also die machen ja eh nur ihren Job, die muss man ja nicht töten. Also war das mit dem nicht tödlichen Biotoxin ganz gut und Gesundheit ernten, das mache ich bei denen jetzt mal auch nicht. Das ist eine der Batterien. Mit Sprengstoff oder einem EMP-Angriff können sie sie zerstören. Oder sie hacken sich in den Sicherheitsterminal und deaktivieren sie. Na, hacken ist doch mein zweiter Vorname. Wo habe ich die ganzen illegalen Biomodifikationen? Nur die Frage, wo das Terminal ist und dass ich mich einhacken muss. Multitool erforderlich. Schauen wir mal, ob das ohne geht. Control Power. Hat sich da was bewegt? Ups. Sah aus wie... schwer zu sagen. Komisches Geräusch. Hey! Das war's! Oh Gott, das hat wehgetan! Perfekt! Oh Gott! Leg dich schlafen. War ein harter Tag. Ein volles Magazin, Schrotflinte, Granate. So, das hier ist nix. Gaskontrollfeld. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie Gas legen will. Oder freisetzen will. Okay, hier geht soweit mal auch nichts. Okay, also da können wir erstmal nichts machen. Dann schaue ich erstmal da links in diesem Tower Control Room. Oh, da ist ja noch ein Bot. Hank, Sie sind der Held des Tages. Ihr Firmware-Upgrade für das Pilotensignal hat reibungslos funktioniert und das wie immer einen Tag früher als versprochen. Das ermöglicht uns differenziertere Maßnahmen gegen einen nicht reagierenden Eindringling. Sie haben vermutlich jemanden das Leben gerettet. Weiter so, Larry Helms, Systembetreuer. Sicherheitscomputer, südliche Raketenbatterie deaktivieren. Eine Raketenbatterie weniger. Zerstören Sie jetzt die Batterie auf der anderen Seite des Gebäudes. Okay, für die Tür brauchen wir ein Multitool. Oder auch nicht.
Okay, das ist einfach nur der Eingang hier zu dem anderen Ding hin. Okay, dann hole ich mir aber hier jetzt noch die Waffenmodifikation. Ich werde das Ding natürlich auch mit der Sprengladung ausmachen, da weiß ich allerdings wieder nicht, was ich hier alles auf mich aufmerksam mache, wenn ich das mache. Nee, wie war das? Die Waffenmodifikation. Ah, hier, okay. Okay, den Bolzenwerfer mit Botbeschädigung macht überhaupt keinen Sinn, weil das ein Betäubungspfeil-Ding ist. Vergrößert den verursachten Schaden, weiß ich nicht. Ob das bei Betäubung halt auch als Schaden zählt. Und Schalldämpfer brauche ich mit Sicherheit nicht, weil der ist ja eh leise. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt halt dann dazu führt, dass er... Weil kann ja nicht sein, dass er dann nicht mehr nicht letal ist, oder? Schwierig. Schauen wir erstmal hier. Also wir haben ein Scharfschützengewehr. Und da haben wir aktuell was drauf? Den Schalldämpfer. Schaden erhöhen ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Bots und Geschütze beschädigen. Ja, könnte gut sein, weiß ich nicht. Ist aber vielleicht eher... Machen wir lieber Schaden. Das ist so eher so ein Anti-Personen-Ding. Und die MP hat einen Converter drauf. Beschädigt Bots, da haben wir es eh schon. Und bei der Schrotflinte haben wir die Schussfrequenz. Da könnten wir halt auch den zusätzlichen Schaden gegen Bots... Ja, gut. Schrotflinte gegen Bots einzusetzen ist vielleicht auch nicht so unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, einen Schalldämpfer auf einen Bolzenwerfer zu machen, aber na gut, wenn es geht, ich habe eh zwei, was soll's. Sonst kann ich ja eh nichts damit machen. Also nehmen wir den so. Ich weiß jetzt halt noch nicht so richtig da unten in dem Gang, Code oder Multitool. Das da hinten ist aber der Eingang durch diese andere Tür. Ich muss eigentlich nur da hinkommen. Hier gilt wahrscheinlich einfach dasselbe. Okay, hier bin ich auf der anderen Seite. Okay, das bringt mir jetzt aber auch nichts. Anomalie entdeckt. Nein, 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 du hast keine Anomalie entdeckt. Alles völlig in Ordnung. Okay, da könnte ich jetzt auch raus. Das bringt mir jetzt auch nichts. Also gehen wir mal hier durch. Dass wir da an der Seitentür rauskommen. Und dann können wir nämlich hier... Bot noch ausschalten. Achtung, 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 Achtung,
Was zum Henker? Was? Na gut, müssen wir es halt so machen. Leider nicht so richtig einschätzen kann, wie weit die Granate fliegt. Die südliche Raketenbatterie. Welche hatte ich denn jetzt ausgeschaltet? Die südliche oder die nördliche? Bin ich jetzt gar nicht so sicher. Was haben wir hier? Gaskontrollfeld. Gaskontrollfeld. Tafel. Okay, da bin ich einfach nur auf der anderen Seite. Ist wahrscheinlich hier nur, um die Maschine zu umlaufen. Okay, also habe ich die hier deaktiviert über den Turm und die andere hier muss ich irgendwie anderweitig ausschalten. So wie es aussieht. Sind auch nicht sonderlich clever aufgehängt, aber gut. Neueste Lieferung. Sehen Sie sich die Lieferung der letzten Nacht an. Sie ist in einem der Lagerräume. Sorgen Sie dafür, dass niemand den Einsatz sieht, bis wir einen Käufer finden. Die WTO wirft uns aus der Enklave, wenn sie von der Sache erfährt. Und nach dem Debakel mit dem Inklinator dürften Sie jetzt besonders scharf vorgehen. Da haben wir noch ein Medikit. Eine Luke dahinter. Wäre jetzt auch nicht ganz sicher, welchen Lagerraum die jetzt meinen. War unten im... Doch, neben der Laserschranke unten war noch eine Tür, die zu war. Da muss ich nochmal reingucken, vielleicht ist das der Lagerraum. Nordgeschützkamera aus, Nordgeschütz aus. Nördliche Raketenbatterie deaktivieren. Gut, die Abwehrsysteme sind erledigt. Gehen Sie jetzt in den Kontrollraum und aktivieren Sie das Pilotensignal. Ich bin Ihre Pilotin, bis ich meine Mission fortsetzen kann. Was genau ist deine Mission? Die Tür hier, meine ich. Ich muss jetzt doch mal ein Multitool opfern und gucken, was da drin ist. Ja, vielleicht ist das der Lagerraum, von dem die Rede war in der Nachricht gerade. So sieht es fast aus, ne? Hallo? Achso, ich bin ja noch voll Energie. Die haben zwar so ein Steuerfeld, aber mit denen können wir nichts machen. Also. Dann probieren wir das doch jetzt einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob das Black mit dem Geschütz da so gut ist. Mal eine Granate. Da habe ich die Kiste aufgemacht. So geht's doch auch. Illegaler Mod-Einsatz. Noch eine Spinnenbombe. Oh, ein Medkit. Habe ich das übersehen? Okay, ist da sonst noch irgendwo was rum? Oder das ist jetzt gerade mit aus der Kiste geflogen wegen der Explosion. Alles da hinten in die Ecke werfen. Okay, dann können wir mal hier den Vampir-Modus ein bisschen optimieren. Dann spart uns das vielleicht Energie, wenn wir uns heilen an irgendwelchen Leichen. Soweit so schön. Die Kamera ist immer noch entspannt. Das freut mich auch zu hören oder zu sehen in dem Fall. Ja, dann können wir jetzt eigentlich das Pilotensignal, weil wir haben jetzt dann alles erledigt. Aktivieren wir das und fliegen mit Eva vermutlich zum Echo. Alles klar. Springen Sie rein und dann nichts wie weg. Da läuft sie schon.
weiß ich nicht, ob ich durch das Ding durchschießen kann, deswegen. Ich komm schon durch. Jetzt gib. Verdammt. Oh, verdammt. Den Hintern. Hey. Ui. Werd mal nicht käsig. Das war das letzte Mal, dass du dich mit der WTO angelegt hast, Gift. Ich glaube. Muss bewusstlos sein. Das will ich hoffen. Hey! Ich dachte, Eva hat das gesagt. Tut das weh! Lala. Okay, also. Jetzt hier mal doch ein bisschen heilen. Nicht gut. Ziel verloren. Ich habe kein Ziel. Tut das weh. Du kannst dich nicht verstecken. Ich auch gar nicht. Ich werde aber stehen. Gift. Ich komm schon durch. Gift. Oh, verdammt. Meine Güte, wie viele von euch gibt's denn hier? MP brauche ich nicht, aber Magazin ist immer gut. Wenn es nur noch halb voll ist. Okay, die lassen wir mal am Leben. Da ernte ich jetzt mal keine Gesundheit, weil die sind jetzt nicht unbedingt von der Kategorie Tod verdient. Hallo? Marco-Fabrik im Norden der Stadt. Für wen arbeiten Sie? Sie erwähnten eine Mission. Ich bringe Sie hin. Allerdings darf ich meinen Helikopter nicht gefährden. Ich werde Ihnen weder Luftunterstützung geben, noch werde ich unnötige Risiken eingehen. Risiken, die Ihre Mission gefährden, nehme ich an. Ich kann nicht mehr sagen. Aber eines muss Ihnen klar sein. Sobald ich meinen Passagier habe, brauchen Sie einen neuen Piloten. So ist das wohl bei kostenlosen Flügen. Naja, schauen wir mal. Etwas. Wenn ich einmal abgehoben habe, komme ich nicht mehr zurück. Das verstehen Sie doch, oder? Ja, also wir könnten nur noch die Kaffeebohnen zerstören, was wir nicht machen wollen. Den Wissenschaftler können wir nicht mehr helfen. Und das Dritte... weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Egal. Also, von mir aus kann es losgehen. Von mir aus kann es losgehen. Auf jeden Fall gab es nichts mehr, was ich noch machen wollte. So, da sind wir hier wohl bei der, genau, Mako Ballistics Vorhof. Und dann machen wir hier auch mal direkt das Episodenende, weil sowieso schon die Zeit rum ist. Und dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Bis dahin. Ciao.